hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Astrid unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um das Mount Bruce, welches wir aus der Kampfgilde jetzt aus Patch 8.1.5 bekommen können. Und wir schauen uns als erstes das Mount mal ein bisschen an. Ihr seht schon, das ist quasi so ein Krokodil mit nicht vier, sondern sechs Beinen. Sieht recht schick aus, hat noch ein bisschen Panzerung drauf und vor allem hier vorne... Am Maul, diese Klingen sind echt eine coole Geschichte. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon kennen. Bruce ist ja auch ein Boss schon in vergangenen Kampfgilden gewesen. beziehungsweise diesmal treffen wir ihn sogar zweimal in der Kampfgilde. Einmal als normalen Bruce und einmal als Mecher Bruce. Was müssen wir jetzt machen, um ans Maul zu kommen? Und zwar müssen wir eine längere Questreihe durchspielen, die sich rund um die Kampfgilde dreht. Als allererstes braucht ihr aber zunächst einmal Zugang zur Kampfgilde. Wie bekommt ihr den Zugang zur Kampfgilde? Und zwar solltet ihr in Legion die Kampfgilde schon gespielt haben, dort einen Zugang euch geholt haben mit irgendeinem Char, egal mit welchem, dann habt ihr den Zugang zur Kampfgilde schon, und zwar mit jedem Char auf eurem Account. Das ist jetzt mittlerweile accountweit. Bei mir war es so, ich habe in Legion die Kampfgilde gespielt, konnte jetzt mit jedem Char einfach hingehen, anmelden und die komplette Kampfgilde durchspielen. Und so eine An Einladung braucht ihr quasi auch, um die Quest starten zu können. Falls ihr so eine Einladung damals noch nicht geholt habt, beziehungsweise Legion... Kampfgilde noch nicht gespielt habt, dann könnt ihr euch natürlich jetzt auch neu eine Einladung holen. Das geht über verschiedene Wege. Und zwar bekommt ihr, wenn ihr den Warmod anschaltet, das könnt ihr als Hortler in Ogrimar und als Allianzler in Stormwind machen, einfach hier den Kriegsmodus aktivieren. Könnt ihr in Kultiras und Zandala, wenn ihr andere Spieler umhaut und die lootet, könnt ihr diese Einladung erhalten. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit vor der Kampfgilde, sowohl in Ogrimar als auch in SW, bzw. dann in der Tiefenbahn, steht an einem PC rum, der nennt sich D.Ubios, also dubios oder auf Englisch A.JD. Und der verkauft euch die für 100 Gold, ist aber nur relativ selten da. Ich habe ihn persönlich noch nicht gesehen, der steht, soll da aber rumstehen. Und die dritte Möglichkeit ist, euch diesen Mitgliedspass der Kampfgilde einfach im Auktionshaus zu kaufen. Wenn nämlich ein Spieler den Rang 4 erreicht hat, kann er diesen Mitgliedspass der Kampfgilde einfach im Auktionshaus verkaufen. Schauen wir mal rein: Mitgliedspass. Und ihr seht schon, da sind einige drin hier auf Antonidas. 3K und ein bisschen was kosten die mittlerweile. Die werden wahrscheinlich jetzt immer weiter fallen. Jeder Spieler, der Rang 4 erreicht, und das ist echt nicht schwierig, die Kampfgilde ist im Moment relativ einfach, kann quasi sich, ja, bekommt automatisch so einen Pass und den kann er an dem Spieler weitergeben oder auch im Auktionshaus verkaufen. Genau, das sind die drei Wege, um an die ja, um an die Mitgliedschaft zu kommen. Wo ist jetzt die Kampfgilde? Bei der Allianz habt ihr den Eingang hier in der Tiefenbahn und bei der Horde. Haben wir sie dann einmal in ukrima und zwar hier haben wir dann dementsprechend den Eingang? Bei der Horde steht der NPC, der ab und an da ist, also der dubios in der Nähe von der Schmiede. Und bei der Allianz kann ich euch das jetzt gleich mal zeigen, wo es losgeht. Und zwar fliegen wir jetzt einmal in die Tiefenbahn rein. Da steht er nämlich in dem kleinen Korridor zwischen der Tiefenbahn und dem Eingang. Der Kampfgelde an sich. Also sprich, ja, wenn ihr ein bisschen Glück habt, findet ihr ihn da. Sonst kauft euch die Einladung im Auktionshaus oder macht ein bisschen PvP. Zur Dropchance kann ich euch da leider nichts sagen, weil ich, wie gesagt, die Einladung schon gefahren habe. Also sprich, ihr müsste hier in dem Gang irgendwo rumstehen. Hier geht es dann auch bei der Allianz runter zur Kampfgilde. So, wie starten wir jetzt das Ganze? Wenn wir hier reinlaufen, ähm, habt ihr hier keine Quest. Die Quest erhaltet ihr. In einem von diesen Dings steht dann, oder ist dann ein abgestochenes Viech, wo die Questreihe sich drum dreht. Das seht ihr aber erst, also diesen Questbeginn seht ihr erst, wenn ihr den ersten Kampf gewonnen habt. Heißt, ihr meldet euch sowohl bei der Allianz als auch bei der Horde, meldet euch für einen Kampf an. Ich bin hier mit der Kampfgelde schon komplett durch, deswegen habe ich hier keinen Dialog, aber ihr habt eher einen Dialog. Und meldet euch an, spielt den ersten Kampf und dann seht ihr quasi den Questgegenstand. Bei der Horde das gleiche. Es gibt nur eine Quest, die annehmen. Und dann können wir mit der Quest komplett äh, durchstarten und schauen uns mal an, was wir dafür genau machen müssen. Also, wir sehen jetzt hier einmal eine Quest auf der Karte. Die können wir nämlich annehmen bei der abgestochenen Eule. Und da müssen wir als allererstes hier ja, den Tatort untersuchen. Wir haben drei Hinweise. Die klicken wir einmal an und haben hier auch in der blauen Schrift nochmal genau... Ja, so ein bisschen die Hinweise oder das Motiv, warum wahrscheinlich diese Person hier ermordet wurde. Sobald wir die Hinweise haben, müssen wir mit der kleinen Gnomen sprechen. Bei der Horde ist das übrigens das gleiche, bloß halt mit anderen NPCs, spielt aber fast alle, fast alle Quests spielen hier in der Kampfgilde, also sprich, ist es relativ selbsterklärend von den Quests her. Außer so, also, es gibt so ein paar Tricks, wo man sich ein bisschen Zeit sparen kann. Sobald wir die Gnomen angesprochen haben, müssen wir hinten die Quest abgeben. Und dann bekommen wir eine neue Quest und zwar müssen wir dreimal in der Kampfgilde gewinnen. Ja. Äh, heißt, wir müssen uns quasi hier anmelden, drei Kämpfe gewinnen. Das kann ein bisschen sich ziehen, weil ihr natürlich immer warten müsst, bis die anderen Spieler unten gekämpft haben, bis ihr dran seid und da kann ein bisschen Zeit vergehen. So, wir haben das jetzt hier einmal abgekürzt. Ich habe die drei Kämpfe gewonnen, konnte die Quest abgeben und hier erneut eine Quest annehmen. Sobald wir das gemacht haben, geben wir die wieder bei dem Typen ab und... Kriegen eine nächste Quest und für die nächste Quest müssen wir jetzt einmal auf ein paar Spieler wetten bzw. erstmal uns den Wettvertrag holen. Und wo holen wir uns den Wettvertrag? Den können wir nämlich bei einem von diesen NPCs uns kaufen für dieses Kämpfergold, was wir über die Rucksäcke kriegen, wenn wir einen Kampf gewinnen. Ja, ganz wichtige Information. Macht nicht alle, alle von diesen Beuteln auf, sondern nur jetzt erstmal einen, dass ihr die 100 Gold für diesen Kampfvertrag oder für diesen Wettvertrag zusammenbekommt. Den gebt ihr nämlich bei dem kleinen Gnom hier ab. Und wenn ihr das getan habt, dann können wir hier auf die Spieler wetten. Ja? Wenn ihr das der Held gewinnt oder das der Gegner gewinnt. Guckt euch da halt einfach den Spieler an. Meint ihr, hm, schafft ihr den Gegner, schafft ihr ihn nicht. Und wenn ihr quasi richtig liegt, dann bekommt ihr ein bisschen von diesem Käpfergold. Und es wird immer mehr. Umso öfter ihr hintereinander richtig gelegen seid. Also, das deckt sich dann so ein Buff hoch und ihr bekommt immer mehr. Wenn ihr immer nur einen richtig habt und dann wieder einen falsch, dann kriegt ihr nicht viel, dann dauert das ewig. Ihr solltet am besten so eine ja, Siegesserie haben. Und sobald wir das haben, geben wir das ab und kriegen eine neue Quest. Und die neue Quest sagt uns jetzt: Der Typ hat durch unsere Siegesserie und durch andere Sachen zu viel Gold verloren und wir müssen jetzt, naja, das Wettgeschäft ein bisschen beeinflussen und absichtlich verlieren. Ja? Und das machen wir: Wir ziehen unsere Gier aus, melden uns einfach an lassen uns umnatzen und tada wir haben den kampf absichtlich verloren und dann können wir wieder hinlaufen und quasi diese quest abgeben nochmal äh, zur erinnerung macht bitte die beutel die ihr bekommt nicht auf es gibt zwei verschiedene arten von beutel einmal die beutel wenn ihr gewinnt und einmal die beutel wenn mehr alle spieler reingeportet werden das kann man über übrigens karten regeln werde ich später noch mal was zu sagen und diese Beutel braucht ihr auch, also sowohl die kleinen als auch die großen Beutel nicht aufmachen, bis auf den einen, um diesen Wettvertrag quasi holen zu können. Genau. Dann ähm, haben wir die Quest abgegeben und nehmen eine neue an. Und jetzt müssen wir gegen einen bestimmten Boss kämpfen und dieser bestimmte Boss, der ist keiner von den normalen, die wir jetzt hier in der, äh, wenn wir anmelden haben, sondern den können wir nur bekommen, indem wir uns eine spezielle Karte kaufen. Und zwar haben wir jetzt hier die Pandan Dame und die verkauft uns Karten und hier die letzte Karte ist es, Lord irgendwas Syn, irgendwie heißt der, genau einfach die letzte Karte. Diese müssen wir kaufen, die kostet ein paar Gold, drei Gold sind's und wenn ihr die gekauft habt, könnt ihr zu dem ganz normalen Anmeldetypen gehen und bei dem Anmeldetypen ähm, ihr müsst wenn ihr an schon angemeldet habt, wie ich hier den Buff wegklicken und dann habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten. Wenn dann ich will ganz normal in der Reihenfolge weiterkämpfen oder ich will meine Herausforderungskarte benutzen. Heißt, ihr könnt euch auch für andere Mobs Herausforderungskarten kaufen und gegen die kämpfen, aber für die Quest brauchen wir halt die Sp bestimmte. Und sobald äh, wir dann dran sind, das dauert ja, wie ihr wisst immer ein bisschen, müsst ihr abwarten, bis die anderen Spieler gekämpft haben, kämpfen wir hier gegen diesen Lord. Und den müssen wir jetzt bezwingen. Ja. Ich hatte das Problem, dass es das bei mir ein bisschen gebackt hat und ich habe ihn das erste Mal umgehauen und dann habe ich keinen Lootbeutel bekommen. Das ist anscheinend bei mehreren Spielern so. Heißt, wenn das bei euch auch der Fall ist, meldet euch noch, kauft euch nochmal die Lootcard oder ich glaube, die habt ihr, oder habt ihr die noch, ich weiß es nicht, kauft euch also dann eventuell nochmal und meldet euch nochmal an. Beim zweiten Mal habe ich meinen Beutel bekommen und dann könnt ihr die Quest auch weitermachen. Ist ärgerlich, weil ihr teilweise 10 Minuten warten müsst, bis ihr wieder reinkeuen könnt. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Fähigkeiten von dem Typen. Viel kann der nicht, ja. Im Endeffekt macht er hier so ein paar Arcane Casts, da könnt ihr nicht viel gegen machen. Unterbrecht die bitte nicht, ihr braucht nämlich euren Interrupt. Und zwar haben wir hier diesen anderen Cast, den müssen wir interrupten. Und wichtig danach macht er immer hier noch seinen Würfelcast. Der erste Cast bewirkt, dass er ein Schild bekommt, dass er, ähm, ich glaube so, 50.000 Schaden absorbiert und der zweite, dieser Würfelcast, der ist relativ lang, den müsst ihr unbedingt interrupten. Den könnt ihr aber nicht interrupten, wenn ihr vorher sein Schild gemacht habt. Deswegen interruptet am besten das äh, Schild und haut dann irgendein CC drauf, dass wir den zweiten Cast interrupten. Oder ihr lasst den ersten durch, ihr kriegt sein Schild, ihr Damage drauf und interruptet den zweiten dann mit eurem Interrupt quasi. Ja. Jetzt habe ich den, den ersten durchgelassen, ihr seht, ihr hat ein Schild, jetzt ist da... Auch das Schildsymbol rum und erst wenn ich das Schild runtergehauen habe, kann ich ihn jetzt unterbrechen. Ja, das, da müsst ihr gucken, wie es bei eurer Klasse besser geht. Schwer ist er nicht. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was passiert, wenn der Würfelcast durchkommt. Ich vermute aber nichts Gutes. Und ihr seht, hier habe ich meinen Beutel bekommen. Wie gesagt, wenn ihr nicht kriegt, dann müsst ihr den Kampfer halt zweimal spielen, so wie ich auch. Das können wir abgeben. Und sobald wir das abgegeben haben, ähm, ja, bekommen wir hinten hier eine neue Quest. Und die können wir jetzt erstmal annehmen. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Genau, dann müssen wir die wieder abgeben. Und zwar müssen wir die Beweise einmal zu dem anderen NPC wieder hinterbringen. Das ist hier immer so ein bisschen Laufarbeit in, bei dieser Questreihe. Also einmal den Brief abgeben. Und jetzt müssen wir mit dem nächsten Typen sprechen, wieder rüberlaufen. Wie gesagt, bei der Horde ist es dasselbe, bloß halt mit ein wenig anderen NPCs. Das werdet ihr dann sehen. Jetzt sprechen wir wieder mit der Gnomin, um dann weitere Hinweise rauszukriegen sobald wir vorne die Quest abgegeben haben, bekommen wir jetzt hier noch mal eine weitere Quest und für die müssen wir Seelenscherben sammeln und jetzt kommt das, was ich am Anfang schon gesagt hatte, spart euch bitte eure Beutel auf. Ich habe jetzt hier noch vier von den kleinen Beuteln im Inventar und ihr seht, aus denen kommen diese Dinger raus, diese Scherben. Die Kämpfe, die ihr bis dahin gemacht habt, werden nicht reichen. Ja? Sprich, ihr müsst dahin gehen, dann schauen, dass ihr jetzt noch ein paar mehr Kämpfe macht. Spielt einfach die Kampfgilde ganz normal weiter, bis ihr quasi die 100 Seelenscherben habt. Sobald ihr dann den letzten Sack aufgemacht habt und die 100 Seelenscherben zusammen habt, könnt ihr die abgeben. Dafür braucht ihr schon einige Kämpfe. So ich glaube 10, 11 bekommt man pro Kampf, also da ist man schon ein bisschen unterwegs. Und danach bekommen wir quasi eine Folgequest und jetzt müssen wir nicht die kleinen Seelenscherben holen, sondern wir müssen uns jetzt die mächtigen Seelenscherben holen. Und die bekommen wir über die großen Beutel. Und diese großen Beutel bekommen wir quasi dann, wenn es immer so ein Gruppenevent gibt. Ihr kennt es vielleicht, hier unten haben wir diese größeren äh, Säcke. Und. Diese gibt es halt bei diesem Event, wo alle gleichzeitig reingeportet werden. Und die kann man halt hier auch über so Karten triggern. Da gibt es auch unter anderem Achievement für und deswegen machen das manche. Ich würde euch nicht empfehlen, da unbedingt jetzt groß das Kämpfergold auszugeben. Ihr werdet da, wenn ihr die Kampfgelte spielt, eh ständig reingeportet. Und hier seht ihr gerade so einen Kampf. Da kriegen wir auch nochmal so einen großen Plünderbeutel. Und das war jetzt mein dritter und letzter, den ich brauche. Und dann können wir das Ganze auch wieder abgeben. Ja, macht einfach ein paar Kämpfe weiter, ihr werdet schon auch wieder hier reingeportet. Sobald wir die Quest abgegeben haben, bekommen wir hier dann eine nächste. Und zwar müssen wir jetzt wieder ein bisschen rumlaufen, wieder von einem Questgeber zum anderen die neuen Erkenntnisse quasi weitertragen. Und sobald wir dann diese ganzen Quests einmal durch haben, müssen wir jetzt gegen einen neuen Boss kämpfen. Und zwar müssen wir uns jetzt hier wieder eine Plünderkarte kaufen. Und die ist hier wieder relativ am Ende. Und zwar ist es die Plünderkarte, Herausforderungskarte GG Ingenieurskunst GmbH. Und die kaufen wir uns jetzt einmal. Und wie auch schon bei dem anderen Kampf, alten Kampf abbrechen. Und hier, wir wollen natürlich unseren Herausforderungskampf spielen. Sobald wir dann in der Kampfarena sind, kämpfen wir gegen einen Goblin oder einen Gnome. Geht hier einfach am besten auf den Goblin, denn die Gnomen, die portet sich eh wieder nach hinten und steht dann in so einem Schild drin. Ihr braucht hier nicht sonderlich viel Damage. Ihr müsst eigentlich nur immer ziemlich genau auf den NPC stehen und hier diese Explore äh, ja, quasi den Schaden machen lassen. Also, sprich, einfach genau reinstellen. Hier könnt ihr dann in der Zwischenphase diese, ja, diese Absorbschild kaputt machen. Und ihr seht schon, ich, das Tank macht nicht viel Schaden. Ich stelle mich einfach nur relativ genau hier rein und er wird einfach weggeballert. Und die haben einen Shared Life Pool, also sprich, wenn einer stirbt, stirbt der andere auch. Ist ein ziemlich einfacher Kampf, wenn man das beachtet. Sonst müsstet ihr halt relativ viel Schaden machen. Und sobald wir das abgeschlossen haben, kriegen wir hier die Kiste. Die müssen wir nämlich jetzt einmal aufmachen und dann haben wir die Quest abgeschlossen. Dann gehen wir wieder zurück zu unserem NPC und können einmal hier das Teil abgeben gehen ich habe jetzt zu viele Marken, da ja, müsst ihr mal zwischendrin ein paar abgeben gehen, falls ihr zu viel Kämpfergold habt. Als nächstes bekommen wir dann hier so eine Brille und eine zweite Quest und jetzt müssen wir quasi einen Kampf starten und egal welchen Kampf übrigens könnt ihr einfach weitermachen und dann hier diese Brille aufsetzen, dann seht ihr nämlich so einen ja, Joxeron Verschnitt würde ich jetzt mal sagen. Und dann spielt ihr einfach diesen Kampf ganz mal rund. Ihr müsst ihn glaube ich sogar nicht mal unbedingt gewinnen. Hauptsache ihr müsst einmal die Brille aufsetzen, dass ihr hier diese Vision habt. Und dann können wir einmal die Quest hier abgeben gehen. Sobald wir das gemacht haben, bekommen wir dann eine neue Quest. Und wir müssen nämlich jetzt einmal in. Nee, jetzt müssen wir noch nicht in den VIP-Bereich. Wir müssen nochmal hinter quasi die nächste Quest abgeben. Und danach müssen wir dann in den VIP-Bereich. Und wie wir da reinkommen, kann ich jetzt euch gleich mal zeigen. Und zwar, hier ist der VIP-Bereich. Ihr seht, ich werde hier rausgeportet, ich komme hier nicht rein. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Wenn dann, ihr erreicht Rang 6 oder ihr kauft euch für sehr viele Münzen so einen Vertrag, dass ihr in den VIP-Bereich rein könnt, ohne Rang 6 zu sein. Wie es jetzt spielt, ist eure Sache. Münzen müsstet ihr mittlerweile genug haben. Falls ihr den Rang 6 zu der Stelle noch nicht habt, kauft euch das einfach. Bei der Horde ist es übrigens so, dass der VIP-Bereich so ein Zeppelin ist, der über, ähm, ja, über der Arena rumfliegt. Dahingehend könnt ihr mal gucken, ob ihr dementsprechend euch einfach diesen Zeppelin-Vertrag kauft oder halt auch Rang 6 erreicht. Bei der Horde könnt ihr übrigens den Zeppelin-Vertrag beim selben Händler kaufen, wo ihr auch schon vorhin das Gamble-Spiel gekauft habt. Der ist quasi, oder diese Pandanendame ist quasi für diese ganzen äh, Items zuständig, die man über Kämpfergold kaufen kann. Sobald wir hier oben dann einmal die Quest abgegeben haben, ploppt bei einem anderen NPC weiter hinten eine Quest auf. Und für die Quest müssen wir jetzt uns ein paar Sachen besorgen. Und zwar müssen wir erstmal eine Runde ausgeben. Und diese Runde ausgeben können wir auch wieder unten bei unserem ja, bekannten NPC machen. Wir kaufen uns nämlich so einen Vertrag, geben das hier einmal ab und haben damit eine Runde quasi ausgegeben. Also sprich auch wieder bei der Drenai-Dame hier, die uns ähm, die ganzen Verträge verkauft. Danach müssen wir wieder nach oben laufen und zwar können wir die anderen beiden Items hier oben holen. Einmal hier bei dem Gnom können wir uns äh, ein ja, Geldbräu holen und das nächste, was wir noch brauchen. Ist ein Brötchen und zwar kriegen wir das auch hier oben. Der Händler steht nämlich ein bisschen weiter hinten, da muss ich auch ein bisschen gucken. Genau, das ist der hier. Und dann kaufen wir uns ein Brötchen. Und mit diesem Brötchen müssen wir jetzt hier nach unten gucken und quasi ein Spieler abschießen. Hier hat sich ein, ein Viewer für mich bereit erklärt, stehen zu bleiben. Den habe ich abgeworfen. Wir geben die Quest ab und bekommen eine neue Quest. Und jetzt müssen wir für die neue Quest ein paar ähm, Schilder aufstellen und zwar NSW. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir wieder zurückkehren. Und zwar ist das auf dem Hauptplatz in SW beziehungsweise für Hortler dann dementsprechend in Okrima. Sobald wir quasi damit fertig sind, geht es einmal wieder zurück zu unserem NPC, Quest abgeben, nächste Quest abgeben. Und jetzt müssen wir hier nochmal runter, wieder eine Quest abgeben und können eine Sprechblase klicken, dass wir einmal beim Prozess teilnehmen. Und ich habe das jetzt hier extrem beschleunigt. Denn das sind sehr, sehr viele Chat-Bubbles und sehr, sehr viel Dialog, der jetzt für uns nicht interessant ist. Wenn ihr das äh, Story-Element sehen wollt, dann könnt ihr das ja einmal selber durchspielen und das angucken. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt einmal hier auf dem Stuhl Platz nehmen und hier können wir dann verschiedene Interaktionen ausführen. Ja, nein, wir drücken als erstes einmal Ja, dann als nächstes drücken wir gestohlene Güter, das ist das Mittlere, dann müssen wir wieder Ja drücken. Dann müssen wir einmal Schulden drücken. Dann Syl, Syl, irgendwas Typ, den wir vorher umgehauen haben. Dann hauen wir hier erstmal den NPC um. Das ist den, wo wir den Wettvertrag vorhin geschlossen haben. Und dann müssen wir uns wieder auf dem Stuhl draufsetzen. Als nächstes drücken wir die Schriftrolle, das ist das mittlere. Dann müssen wir einmal Nein klicken. Dann geht hier wieder ewig viel Dialog los. Einmal Schwert ist das nächste. Dann müssen wir wieder Ja drücken. Langeweile ist das nächste und das letzte ist dann quasi Fälschung. Ja, das sind die Geschichten, die ihr drücken müsst. Wenn ihr das falsch drückt, dann kann es halt sein, dass ähm, ja, der Prozess scheitert. Hier habe ich jetzt einfach irgendeinen ausgewählt, das scheint relativ egal zu sein, wen wir da auswählen. Ihr müsst halt bloß gucken, dass ihr bei den ersten, die ich jetzt aufgezählt habt, dass ihr da das Richtige drückt. Ihr könnt auch durch andere Geschichten wahrscheinlich zum, zum erfolgreichen Prozessende kommen. Besser ist es aber, wenn ihr die gewählte Reihenfolge einmal ähm, mitnehmt. Ich habe jetzt dann einfach hier nochmal ein paar Mal Ja gedrückt, und für mich hat es dann positiv gezählt. Also sprich, habe ich den Prozess äh, gewonnen, wenn man es so sehen mag. Also Ihr, ihr müsst da ein bisschen warten, es sind viele Dialoge, es ist es aber ganz interessant. Ich kann euch empfehlen, dahingehend euch das mal ein bisschen durchzulesen. Spielt halt, spielt halt die ganzen Beweise durch, die wir quasi vorher gesammelt haben, beziehungsweise dann Sachen, die wir aufgedeckt haben. Jetzt am Ende wird dann noch einmal das Urteil vorgelesen und sobald das durch ist und wir quasi dann erfolgreich am Prozess teilgenommen haben, kommen wir dann auch schon zum Ende von dem ganzen. Ihr seht, wir werden jetzt hier einmal rausgeportet, können hier hinten dann noch einmal die Quest abgeben und sobald wir das getan haben, bekommen wir eine neue Quest und zwar müssen wir jetzt einen Typen aufsuchen und dieser Typ äh, ist einmal im Nethersturm. Und zwar ist der in der Area 52. Da kommen wir quasi ähm, am besten hin, wenn ihr ein SW oder mal dann das Portal nach Shattrat nehmt und dann einfach hier runterfliegt, so lang zieht sich das nicht. Den müssen wir nämlich anquatschen. Der befindet sich direkt im Lager drin. Man sieht ihn recht gut. Einmal hinter der Rakete ist es so ein kleiner Gnom. Und dieser Gnom, der hat zwei Dialogfenster. Wenn wir ihn jetzt anquatschen müssen wir, können wir auswählen, ob wir ihm unseren Ruhestein geben oder ob wir ihm zwei Gold geben. Gebt ihm zwei Gold, sonst ist euer Ruhestein weg und ihr müsst den Ruhestein wieder extra besorgen. Ähm, sobald wir die Quest abgeben, kriegen wir die nächste und letzte Quest, wo wir dann auch Bruce von bekommen. Und wir bekommen eine Karte ins Inventar. Und zwar eine Kampfkarte für den letzten Boss in der Kampfgilde. Jetzt sind wir hier wieder zurück, einfach euren Ruhestein benutzen, den ihr hoffentlich dem Typen nicht gegeben habt, Geiz nicht, gebt ihm nur 2 Gold. Und jetzt können wir hier auswählen, ob wir den speziellen Kampf spielen wollen oder ganz normal in der Reihenfolge weiter. Wir wählen natürlich jetzt hier den speziellen Kampf und sobald wir dann reingeportet werden, können wir dann gegen den Endboss kämpfen. Und zwar haben wir ihn hier. Der Typ kann ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Das Einzige, was er eigentlich großartig macht, ist... Ähm, Bubble Spawn, aus dem man rauslaufen muss, beziehungsweise ihr seht, ihr steht am Anfang hier rum, man kann ihn ein bisschen interrupten, wenn da was durchkommt, ist jetzt auch nicht so dramatisch, ja, und dann macht er hier diesen großen Kreis, da laufen wir einfach raus, beziehungsweise wir können ihn auch, wie ich das gerade gemacht habe, mit einem CC-Effekt interrupten, also ich habe hier einen Desorientierungseffekt, ihr könnt ihn stunnen und diverses machen, denkt vielleicht dran, wenn ihr ein bisschen wenig Schaden habt, könnt ihr hier nochmal zusätzliche Fähigkeiten benutzen. Heißt, ihr könnt einen Pot nehmen, also Tränke. Da könnt ihr auch für, ich glaube, 20 Gold euch welche hier für, nur für die Kampfgilde kaufen, was ganz praktisch ist. Jetzt seht ihr hier diese Bubbles, die sollte man ausweichen. Ähm, man kriegt mehr Schaden, wenn man in eine Bubble frisst. Also, umso länger der Kampf geht und umso mehr Bubbles ihr frisst, umso mehr Damage bekommt ihr von ihm. Deswegen ist es sinnvoll, wenn der Kampf kurz geht. Zusätzlich könnt ihr euch auch noch Trommeln holen vom... Lederer im Auktionshaus kaufen, ihr könnt euch auch Bufffood und eine Flask holen, falls ihr nicht so viel Damage habt. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten und es gibt auch noch Schriftrollen, wo ihr zum Beispiel euch Buffs holen könnt, die ihr jetzt nicht habt. Ich habe mir zum Beispiel auch Schriftrollen geholt für Angriffskraft. Ne? Das ist ganz praktisch, wenn ihr euch da was holt. Ja, wie, wie ihr seht, sonderlich viel kann er nicht. Sobald ihr ihn umgeboxt habt, könnt ihr dann die Quest abgeben, habt dann alles komplett abgeschlossen und bekommt dann auch euer Mount. Bei mir war es jetzt dann doch noch ein bisschen knäpplich mit dem Char als Tank hat man da vielleicht doch das ein oder andere Problem mit dem Damage, aber selbst das hat es gereicht. Ich habe es hier mit einem, Anführungsweise, Anführungszeichen, Twink gemacht, der nur 391 Gear hat, sprich, solltet ihr irgendwas um die 390 sein und die Idee, solltet ihr bei keinem Boss in der Kampfgilde irgendein Problem haben. Ja, das war es dann eigentlich soweit mit dem Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbst Gerne abonnieren. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.